Moinzen, Freunde, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Mordvorstellung hier im Landwirtschaftssimulator 2019. Und ich bin ganz ehrlich, gerade ich hier, der mit auf dem Bau tätig ist, ich konnte es mir nicht nehmen lassen, euch dieses Teil einfach mal zu zeigen. Es geht hier um einen Hitachi Kettenbagger, den es mittlerweile momentan nur von Team FSI Modding auf dem PC gibt. Also keine Konsolenversion. Ich glaube, Hitachi ist auch offiziell kein Lizenzgeber momentan. Sony, Microsoft wird dann direkt Nein sagen. Auf dem PC ist er frei verfügbar. Das Ganze gibt es für euch im Mod-Hub und der ist jetzt seit letzter Woche draußen. Ich habe mir mal überlegt, sollen wir nochmal präsentieren? Und dann dachte ich mir so, ja komm, du bist auf dem Bau tätig und zeigst sowas nicht. Das geht doch nicht, Leute. Ganz ehrlich, ich fahre zwar selber kein Hitachi, habe ich auch noch nie gefahren. Ich fahre eher so Cat, Liebherr, Terex und sowas, die gängigen Versionen, die man vielleicht auch hier in Deutschland kennt. Hitachi ist mehr so im Norden bzw. im Süden sehr vertreten. Auch hier immer öfters in Deutschland zu sehen. Und natürlich freue ich mich, Leute, dass ihr wieder da seid. Vielen Dank. Lasst gerne ein Like da, droppt ein kostenfreies Abo rein, seid mit dabei. Den Hitachi gibt es in zwei verschiedenen Versionen. Einmal gibt es den FH, das ist der vierte Hitachi EX285. Und dann gibt es den SESIX 290 LCN, so wie er von Hitachi ist. Also das ist der Hitachi Original und das ist der Fiat Hitachi. An für sich unterscheiden die sich nicht großartig, ihr findet sie beide hier. Das Einzige, was halt ist, ist hier Hitachi SESIX und hier Fiat und dann verändert sich einfach nur die Aufkleber. Er hat genau gleich viel PS, alles andere ist genau gleich aufgebaut. Die Aufkleber sind einfach nur andere, so mit Fiat und normaler Hitachi. Dazu gibt es diverse Anbaugeräte, da dürft ihr euch nicht drüber wundern, wenn ihr nämlich im Shop seid. Unter Hitachi findet ihr nur die Universalschaufel mit 1500 Euro und 4000 Liter Inhalt und den C114X, das ist die Stubenfräse, also hier für Baumstümpfe, die in dieser kleinen Halterung mit eingebaut ist. Den Rest findet ihr hier hinten unter Werkzeugtor Kompaktlader. Dort gibt es ganz am Ende noch die CFB16, das ist um die Holzstämme zu packen, die Baumstumpffräse von Paladin oder Paladin und die Poltergabel von Paladin. Die drei sind zusätzlich auch nochmal verfügbar. Ihr habt die Universalschaufel, die Poltergabel, hier das Anbaugerät zum Bäume sägen, dann habt ihr hier zum Bäume greifen, das seht ihr hier ganz cool, ne? Ihr könnt auch da die Bäume mit abschneiden unten und hier die Stubenfräse, um die Baumstümpfe zu entfernen. Der Hitachi an sich ist originalgetreu, das kann ich euch sagen. Ich habe ihn schon mal auf der Baumaschinenmesse gesehen. Soundmäßig kann ich euch jetzt nicht genau sagen, ob er originalgetreu ist, das weiß ich nicht, weil ich durfte ihn auf der Baumaschinenmesse damals nicht anmachen. Was man dann natürlich ganz klar wieder hört, ist das Kettengeräusch. Das ist original, wenn die Ketten so laufen. Aber ob er jetzt original Sound hat, weiß ich nicht. Das Innenleben ist auch originalgetreu nachempfunden. Wir haben also die Joysticks links, rechts, da vorne den kleinen Bildschirm mit der Klimaanlage und allem drum und dran. Mit der Heckkamera, die natürlich hier keine Funktion hat. Man sieht auch, dass hier die Pedale animiert sind. Das heißt, vorwärts, rückwärts wird nicht animiert, aber das rechts bzw. links lenken, auch das funktioniert. Und die Joysticks sind animiert. Also je nachdem, was ich jetzt hier mache, ne, Schaufel auf, Schaufel zu, das funktioniert. Das ist auch so wie im echten Leben. Ne? Und dann hier Schaufel nach vorne, also der vordere Arm nach vorne und nach hinten und der rechte Arm nach hoch und unten. Das ist originalgetreu, das ist auch richtig so. Auch der linke hier zum Links-Rechts-Schwenken ist originalgetreu. Dementsprechend könnt ihr auch mal hier gucken, das Teil ist recht groß, also wirklich. Das Einzige, was ist, die Schaufeln banken ein bisschen nach, das seht ihr, das ist aber, glaube ich, gängig bei den Modulen. Also das habe ich schon immer so gesehen. Und jetzt habt ihr zum Beispiel die Poltergabel, mit der ihr dann hier arbeiten könnt. Und zum Beispiel, kann ich euch auch hier nochmal kurz zeigen, Poltergabel, ne, ist ja dafür geeignet, um Baumstämme zu packen. Und diese dann festzuhalten. Das heißt, ihr könnt dann jetzt hier, ich denke mal, hauptsächlich wirklich im Forstbetrieb notwendig damit zu arbeiten. Ihr könnt sie wirklich nutzen. Das ist eigentlich gar kein Problem. Damit könntet ihr dann, wie gesagt, Baumstämme aufnehmen. Ne, wenn ihr die jetzt hier habt, könnt ihr die so aufnehmen, packen, Schaufel zumachen und dann habt ihr sie fest im Griff und könnt sie dann umlagern. Das Ganze ist aber natürlich noch eine Nummer einfacher. Jetzt habt ihr auch gerade mal gesehen, dass die Tür animiert ist. Die ist allerdings nur ganz kurz animiert, also sie geht auf und wieder zu. Und wenn ihr aussteigt, geht die auch wieder auf und wieder zu. So sieht es am besten. Ne, es soll einfach die Ein- und Ausstieg-Animation widerspiegeln. Das ganze Gerät geht an. Ihr habt Frontscheinwerfer, Arbeitsscheinwerfer am Arm, vorne sowie hinten natürlich nichts. Da gibt es einfach nichts bei Baggern.
Eine Rundumleuchte ist mit dabei. Die reflektiert auch natürlich, wenn ihr die Grafik eingestellt habt. Und ich muss sagen, was das Mannequin da macht. Das sieht ganz lustig aus. Als würde die Beine nicht auseinander bekommen. Was ich aber ganz cool finde, ist zumindest, dass er mit den beiden Füßen links und rechts Steuerung wirklich animiert. Der Rest sieht so ein bisschen unbeholfen aus. Auch hier die Arme bewegen sich je nachdem, was ihr damit macht. Selber Türen öffnen so könnt ihr nicht. Nein, das geht nicht. Aber ihr könntet jetzt quasi hier mit dieser Fräse, Entschuldigung, nicht mit der Fräse, sondern mit diesem Gerät jetzt hier die Baumstümpfe packen, so wie ihr es eigentlich kennt. Das geht jetzt hier leider nicht. Das sind nicht die Bäume, die ich mit dem Teil packen kann. Aber ich kann mal kurz hier rüberfahren. Ich glaube, das sollte hier vorne funktionieren. Die Schläuche werden auch animiert. Wenn ihr dieses ganze Anbaugerät anbaut, habt ihr die Animation, dass die Schläuche auch animiert werden, weil sie halt angebaut werden. Ich guck mal kurz, ob das hier an dem Baum jetzt geht oder ob die mir sagt, sie haben keinen Zugang zu dem Land. Ich glaube eher, der wird mir sagen, sie haben keinen Zugang zu dem Land. Wartet. Ja, du hast keinen Zugang zu diesem Land. Also normalerweise würdet ihr jetzt hier diesen Baum packen mit L1, jetzt L1 im Controller und X, diesen Baum dann kurz und klein machen. So wie ihr es schon kennt. Und dann habt ihr die Chance, dort mit ein bisschen Force zu machen. Das Ganze gibt es dann, wie gesagt, auch in einer anderen Version, dass ihr hier vorne diesen Packmechanismus habt. Damit könnt ihr den Baum packen. Da unten wird er dann abgesägt und dann habt ihr den in der Hand. Das kennt ihr aber eigentlich schon. Vorteil daran ist natürlich hinten, ihr habt diese Meter-Funktionen, also Meter, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und ich glaube sogar 8 Meter. Und hier mit der Fräse auch die, klar, könnt ihr anbauen, Leute, gar kein Problem. Und habt dann die Chance mit dieser Fräse natürlich auch die Baumstümpfe wieder zu entfernen. Ihr könnt jetzt hier, das finde ich halt wieder schade drum, ist, es ist keine originalgetreue Steuerung, so wie sie damals mal verfügbar war. Ist, denke ich mal, für jedermann eine kleine, muss man sagen, Umgewöhnung. Mit einer veränderten Steuerung klarzukommen, die nicht mehr allzu gut ist, wie sie tatsächlich mal, muss ich jetzt aufpassen, was ich sage, im LS17 war. Denn im LS17 hatten die Steuerung originalgetreu eingebaut und man konnte genau das machen, wie es wirklich in einem Bagger gesetzt ist. So, jetzt war klar, dass ich dieses Teil jetzt hier nicht dran bekomme, weil ich anscheinend irgendwas falsch mache und der das nicht so ganz registriert, dass ich die anhängen will. Das war mir klar. Ich glaube aber, das ist Original-Sound. Das war mir klar, dass das jetzt nicht funktioniert, wenn ich das machen will. Ich guck mal, ob es wenigstens bei dem Teil funktioniert. Nö. Okay, also sie gehen auf jeden Fall, Leute. Es tut mir leid, dass ich die jetzt gerade nicht dran bekomme, aber das ist immer so eine Kunst für sie. Und ich finde halt die Steuerung, die, dass sie die wirklich so komplett verändert haben, die, dass sie nicht mehr wie im LS17 ist. Im LS17 war es wirklich links und rechts der Stick, wie in einem echten Bagger. Man konnte super einfach mit einem Bagger arbeiten. Und hier sehe ich jetzt aus, als wäre ich der Bauer vom Hans und könnte das nicht mal. Das geht, wartet mal. Warte. Ah, so, wunderbar. Dankeschön. Also, das ist die Baumstumpffräse, wie ihr seht. Die die funktioniert auch. Und damit, ja, könntet ihr jetzt in aller Ruhe Baumstümpfe entfernen. Aber geil, guck mal. Man denkt, der Bagger fährt, obwohl er gar nicht fährt. Hört ihr das? Also, da muss auf jeden Fall nochmal nachgearbeitet werden. In Sachen Fahren, weil ich gar nicht am Fahren war. So, wenn ich das Ding jetzt aufgestellt bekomme, denke ich mal, würde ich das auch noch angekoppelt bekommen. Bisschen drehen, zack, da habe ich's. So, und damit könnt ihr dann jetzt halt auch, ne, die Baumstämme packen. Guck, wenn man den einschaltet, denkt man, der fährt, weil dir die Geräusche kommen. Obwohl er gar nicht fährt. Ihr hört das. Ja, die Ketten. Er fährt aber gar nicht. Aber er ist zumindest da. Wie gesagt, Fiat Hitachi und Hitachi, so wie ihr sie kennen, von hinten
ist es dann auch nochmal zu erkennen, dass es ganz klar hier an die Tasche ist. Ist, wie gesagt, originalgetreu, finde ich ganz cool, auch mit den ganzen Schlauchanimationen und so. Hallo, Herr Nachbar. Ist das auf jeden Fall eine schöne Allzweckwaffe für euch PC-Zocker, wenn ihr da irgendwie was mitmachen wollt in Sachen Forstbetrieb. Oder halt am besten mit der Universalschaufel, könnt ihr sogar ein bisschen buddeln, ne? Ich sag nur so dynamischen Boden und so, man wartet mal ab. Meine lieben Leute, und ja, eine kleine Präsentation des Hitachi-Baggers. Ich hoffe, es hat euch gefallen, auch gerade jetzt hier für mich als PS4-Zocker ist sowas dann doch was ganz Besonderes, es euch wenigstens auf PC präsentieren zu können. Gerade für die, die mich auf dem PC abonniert haben oder als PC-Zocker abonniert haben, versuche ich euch natürlich immer ein bisschen auf dem Laufenden zu halten und gerade hier auf dem Bau tätig, ist das ganz klar für mich ein Muss, euch das zu zeigen, meine lieben Freunde. Auch wenn es verspätet ist, vielen Dank dafür. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns in den nächsten Let's Plays, Livestreams oder wo auch immer. Nutzt gerne die Kommentarfunktion, wenn ihr Fragen habt. Lasst ein Like da. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Danke fürs Zuschauen. Macht's gut. Tüdelü und tschüss.